Nebenbei mache ich mir Kaffee. Mit 1 anscheinend reibungslos. Jups. Und dann mal schauen, ne, was erreicht wird. Ansonsten Hopfenernte vorbereiten. Da wird noch kein Silo gebaut, beziehungsweise erweitert. Wird es verkaufen müssen. Geht zum Hafen. Können wir gerade ausfahren. Jo, ansonsten nichts Neues, ne? Da. Bin ja neugierig, wann der Patch kommt für das Spiel. Ist ja auch schon wieder eine Weile her, wo Beta rausgekommen ist. Ach, hier beim Überladen. Kein Geld. Und da warte ich ja gerade wieder Probleme. Aber wie gesagt, wir wollen ja den Kurs wieder neu einfahren und mit einem neuen Silo. Ist da wieder Geld verdient. Zaun gefahren. Nö, nimmt man nicht. Schauen, wie er klarkommt. Wenn es Probleme gibt. Ja.
Na, das läuft ja schon mal. Und immer zurückfahren. Glaube nicht, dass auch da ist. Mal gucken. Was sich lohnen würde zu fahren. Fahren wir eine Runde, was unser Mais, unser Rapsfeld macht. Auf Feld 2. Sollte auch nicht so weit sein. Schauen wir mal. Ich habe die Kamera jetzt von oben mal genommen. Ich hatte die letzte Woche da unten gehabt. Unten da. Keine gute Position. So, ansonsten kurz am Crash. Kaffee läuft, Kaffee riecht. Der Maisgebiss. Schön. Ah, das war nicht Raps, das war Soja. Ja, da kann man den Raps verkaufen. Lager nämlich leer bekommen. Ja, vorbeigefahren. Dann verkaufen wir halt den Raps. So. Wenn das so ja ist. Wer zahlt da am besten? Ja, nicht schlecht. Schau, wo ich mehr habe. Sobald wir einen neuen Lager haben, werden wir einen Verkaufskurs einstellen. Das macht keinen Sinn. Ah, mal von innen fahren. Und was Neues. Vollgas. Bremse, Bremse, Bremse. Müsste mal wieder waschen. Warum ist das so mistig? Regen war doch keiner. Regen. Seit sehr, sehr vielen Tagen kein Regen. Naja. Oh. Hab ich gedacht. Aber. Thank you.
bisschen Weizen mal noch. Aber das sollte ich dann zwischenlagern. Auch ein normaler Anhänger, wenn ich es verkaufe. Ansonsten würde ich da was drin lassen und mitverkaufen lassen. Aber schauen, ist noch nicht so weit. Nur noch Weizen verkaufen. Werden wir noch den Roggen verkaufen direkt. Wir werden auch den Hopfen gleich verkaufen. Oder das Geld reicht fürs neue Lager. Kleingeld. Ja, immerhin. Weizen läuft auch. Macht man das Vorgewende, hat man Schwierigkeiten. Aber je größer die Felder sind, umso günstiger ist es. Kein Tacho hier. Vorbeifahren. So, fahren wir zurück. Und die Frau hat sich auch den Händen entgegen. Machen wir die Zeit vergehen. Wir müssen ja gucken, ob wir mit dem Gras anfangen können, was schon gemäht werden kann. Und ob die Silage schon, ob die alle hier, die großen Autos aber auch. Wüste. Ja, guck mal schauen. Was macht unser Gras? Ist das jetzt in welchem Wachstum? Noch in der ersten Stufe. Ja, dann warten wir noch ein bisschen. Das dann warten wir noch ein bisschen. 27 wäre interessant. Bodenbeschaffenheit. Könnt ihr mal. Na gut, meine liebe Freundschaft, das soll es für heute gewesen sein.
hört und sieht sich. Ich hoffe, zur nächsten Folge. Bleibt mal in der Winter und dabei. Ciao.